Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich an einem ganz besonderen Ort. Hab immer schon mal davon geträumt, hierher zu kommen, wenn ich irgendwann mal in Dänemark bin. Und das war jetzt ein absolutes Must, hier anzuhalten auf meiner Durchreise nach Norwegen. Heute besuche ich das Nationale Testcenter für große Windturbinen hier in Østerild. Hier testen die ganzen Hersteller ihre Prototypen. Onshore und Offshore. Hier stehen auch echte Offshore-Giganten, die man so gar nicht zu Gesicht bekommt, es sei denn, man ist draußen auf dem Meer. Und hier kann man alles hautnah erleben. Hier gibt es ein Besucherzentrum und man kann ganz nah an den Anlagen vorbeilaufen. Und ich bin jetzt absolut aus dem Häuschen, hier zu erkunden. Hier hat man schon mal einen schönen Blick über das gesamte Testfeld. Ja, ich glaube, es sind 3,5 Kilometer, die man laufen kann, bis von der ersten bis zur hintersten Turbine. Aber da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Wetter ist geil, geht ein laues Lüftchen. Einfach nur perfekt. Ja, hier vor mir sieht man direkt schon zwei gigantische Siemens Gamesa Offshore-Turbinen. Absoluter Wahnsinn. Ja, ich werde nachher bei jeder Turbine noch anhalten und ein bisschen was dazu erzählen. Die Anlage, die steht, ist auch noch eine Siemens Gamesa Offshore-Anlage. Und dann hinten dran die Vestas-Prototypen der Inventus-Reihe und der 4-Megawatt-Plattform. Hier ist auch noch ein riesiger Kran im Vordergrund. Also hier gibt es auf jeden Fall jede Menge zu entdecken und ja, ich bin jetzt richtig gespannt, mir die Anlagen aus der Nähe anzuschauen. So, die erste Anlage, bei der ich jetzt hier stehe, ist die G-Cypress 6.0 158. Also nicht 164 Meter Rotor, sondern 158. Ich kenne die Anlage jetzt schon gut aus mehreren Windparks, sowohl die alte als auch die neue Version. Das neue Gondeldesign habe ich ja in Mainz schon mal gesehen und gefällt mir wesentlich besser als das alte. Ja, und jetzt, wenn man hier so drunter steht, ist die Anlage relativ leise. Ich stand schon mal unter G-Cypress der ersten Generation, die haben sich angehört wie so ein Airbus, also furchtbar laut. Also hier ist vergleichsweise leise. Ja, sehr beliebt, sehr gefragt, die Anlage in Deutschland. Einiges in Planung. 5.3, 5.5, 158, aber auch Planungen mit der 6.0 164. Kenne ich jetzt auch schon einige. Ja, scheinbar haben sie ja einige Sachen verbessert mit diesem neuen Gondeldesign, so sagt man. Bin mal gespannt. Ja, 119 Meter Nahhöhe die Anlage, ähnlich wie die Anlage in Wiechinger Meer. Da stand ja der Prototyp der 5.3 158. Ist ja auch ein Video auf meinem Kanal. Ja, hier unten liegt noch ein zweiter Rotorblattsatz. Möglicherweise sind das die Blätter der Anlage vorher. Oder man musste die Blätter tauschen, weil sie kaputt waren. Hier sieht man nochmal schön die Blattteilung von G. Also die Blattspitze ist quasi dort, wo das Blatt getrennt ist. Ja, aber schon witzig. Die Anlage ist ja echt ein Gigant, aber hier auf dem Testfeld mit einer der kleinsten Anlagen. Also wenn man sich das von Weitem anschaut, überragen die beiden Siemens Gamesa Anlagen die anderen Anlagen um Weites. Und die G-Cypress hier ist eine der kleineren, aber trotzdem
schon echt gigantisch. Schöne Blattspitzenbiegung hier. Richtig geil. Ja, das ist jetzt eine von 7 Anlagen hier auf dem Testfeld. Ich glaube, 8 Stück passen insgesamt hin. Krasses Teil. Ja, ich nehme an, die wird noch einige Male die nächsten Jahre gebaut. Ja, dann ziehe ich mal weiter zu den nächsten Anlagen und schaue mir mal die gigantischen Siemens Gamesa Offshore-Anlagen an. So, ich stehe jetzt hier nochmal etwas näher bei den beiden Siemens Gamesa Offshore-Anlagen. Da muss man echt ein ganzes Stück zurückgehen, dass man die aufs Bild bekommt. Und ja, die beiden sind einfach die absoluten Giganten hier im Testfeld. Absoluter Wahnsinn. Also die Rotordurchmesser sind einfach nur abartig. Jetzt hier die erste Anlage ist eine Siemens Gamesa SGDD11-200. Also 200 Meter Rotordurchmesser, 11 Megawatt. Absolut krass. Also bis man onshore mal da ist, wo man jetzt offshore schon ist, das wird noch eine ganze Weile dauern. Absolut abartig, diese Anlage, riesig. Da sieht man es oben auch nochmal. Die Offshore-Anlagen haben ja alle dieses Geländer da, wo man sich dann vom Hubschrauber aus abseilen kann. Krass. Also neben diesem Teil würde ich gerne mal stehen, mal sehen, wie klein man dagegen aussieht. Ja, die Anlage hat 140 Meter Nabenhöhe. Das kommt einem gar nicht so vor. Da denkt man irgendwie, die hat 100 Meter Nabenhöhe, weil der Rotor einfach so abartig groß ist. Aber das sind 140 Meter. Und ein Blatt fast 100 Meter lang. Das ist einfach nur krank. Wenn man da jetzt mal eine kleine E40 oder was daneben stellen würde, das wäre richtig krass. Ja, und dann hinten dran, die andere Anlage ist noch mal ein Stück größer. Das ist dann die SGDD14-220. 220 Meter Rotor und die hat 160 Meter Nabenhöhe. Also so eine gängige Nabenhöhe für Onshore-Anlagen jetzt. Und es kommt einem einfach nicht so vor. Aber die Anlage sieht man echt von Weitem. Also die sehe ich sogar vom Campingplatz aus, weil die so riesig ist. Einfach nur gigantisch. So, jetzt stehe ich hier nochmal unterhalb von der SGDD 11200. Jetzt schaut euch bitte dieses Monster an. Wahnsinn, ey. Fast 100 Meter lange Rotorblätter. Wahnsinn, ey. Also das ist echt ein Kunstwerk, ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. So ein Riesending herzustellen, aber auch zu errichten. Und das Ganze dann noch auf dem Meer. Das ist schon der Wahnsinn. Schaut euch das an, ey. Die Rotorblätter hier vorbeizischen. Der Wahnsinn. Quasi wie die SGDD 113, 130, nur in gigantisch. Wahnsinn. Und die Anlagen werden ja immer größer. Vestas hat ja jetzt eine V236 vorgestellt. Ich bin echt mal gespannt, was da die Grenzen sind. Krass. Ja, bin auch mal gespannt, ob man onshore jemals so weit kommen wird. Irgendwann vielleicht, aber so eine fette Anlage will halt nicht jeder hinterm Haus haben. Ja, dafür müsste man dann halt weniger bauen. Aber dass so ein Riesending läuft,
muss halt auch ordentlich Wind gehen. Wahnsinn. Bin echt begeistert. Ist halt geil, so eine Anlage mal ja, hautnah zu sehen. In den Genuss kommen nicht so viele Leute, das Offshore zu sehen. Es sei denn, man segelt oder man stellt die Dinge auf. So, von hier aus sieht man die SGDD 11200 nochmal schön. Jetzt von der anderen Seite, Sonne im Rücken. Das ist einfach so ein Monster. Das sieht so geil aus, wie gerade hier sich dieser Rotor dreht. Ja, und im Vordergrund dann zwei Kräne. Sind jetzt zusammengeklappt, aber wenn die hochgeklappt sind, sind die bestimmt auch so 160, 180 Meter hoch. Schon krass, dass es zwei Kräne braucht, um so eine Anlage zu stellen. Da hinten nochmal die G Cypress. Die kleine G. Eine der kleinsten hier, auch wenn sie selbst schon ein Koloss ist. Ja, da hinten ist jetzt das Besucherzentrum. Da steht auch noch so ein Turmsegment, wo man hochgehen kann. Hinten dran das Besucherzentrum. Ja, und hier liegen die Komponenten der Vestas Offshore-Anlage, die V174. Die war auf der Online, war sie noch eingetragen. Und ich dachte eigentlich, sie steht noch hier. Aber scheinbar hat man sie vor kurzem demontiert. Wer weiß, also ich habe auch gehört, dass hier dieses Jahr dann die V236 gebaut werden soll. Da musste die V174 wahrscheinlich für die weichen. Naja, werde ich mir gleich mal ein bisschen näher anschauen. So, jetzt stehe ich noch mal etwas näher bei der SGDD 14222. Nochmal ein Stück größer. Im Prinzip ähnlich wie die Haliade X von GE, allerdings leistungsstärker. Rotor müsste ähnlich sein, aber die Anlage hier ist etwas leistungsstärker. Ja, was hier cool ist, dass man hier auf dem Turm Markierungen gesetzt hat bei verschiedenen Höhen. Das finde ich ganz geil, dass man mal ungefähr ein Gefühl dafür bekommt, wie hoch eigentlich 150 Meter sind. Also Nabenhöhe sind 160 Meter, steht online. Hier sind 150 Meter. 100 Meter. Und der Rotor geht runter bis zur 50 Meter Markierung. Krass. Es ist auch echt einfach genial, das Wetter heute. Wunderschöner blauer Himmel. Es ist auch echt arschheiß. Und der Wind bringt da nicht so viel, aber ja, bin echt froh, dass die Anlagen laufen. Wahnsinn, also diese Anlage ist die größte hier. Die ist einfach nur gigantisch. 270 Meter Gesamthöhe. Stellt euch das mal vor. Wahnsinn. Bei den Onshore-Anlagen, jetzt ist man so bei 250 ungefähr. Aber 270, ja gut, wenn dann noch, werden jetzt wahrscheinlich auch noch größere Rotoren kommen. 180, 190 Meter ist wahrscheinlich nicht mehr so weit entfernt, aber das ist schon eine ganze Hausnummer. 270 Meter, krank.